Herzlich willkommen zur Montage von runden Magic-Filter-Adaptern am Beispiel der Action Pro X7. Wir nehmen dazu wieder unseren runden Filter aus der optional erhältlichen Premium-Box heraus, sehen auch den Rotfilter wieder in der Mitte, die Sicherheitsschlaufe ist ebenfalls angebracht und der Filter wird an einem Einschub über ein Gummi gehalten. An der Action Pro ist jetzt noch die Besonderheit, dass sie einen Knopf direkt in der Nähe der Objektivlinse hat. Daher hat dieser Adapter noch eine Ausfräsung für den Knopf. Das hat nicht jeder Adapter je nach Gehäuse der Action Cam. Fehlen auch hier wieder die Sicherheitsschlaufe auf die Außenseite der Action Cam aufzubringen. Stülpen es über. Haben den Knopf frei zum Betätigen. Nehmen die Sicherheitsschlaufe wieder, führen sie durch die Halterung und fixieren so den Adapter, dass er nicht mehr wegfällt. Mit im Lieferumfang sind übrigens zwei weitere Gummis enthalten, die als Ersatz verwendet werden für die Halterung des Filters. Legen Sie die einfach beiseite und nehmen Sie die mit in den Urlaub, wie Sie das möchten. Benötigt wird das Gummi zur Halterung des Filters und im folgenden Schritt möchten wir Ihnen zeigen, wie man den Filter an runden Adaptern tauschen kann. Wir sehen hier vorne eine durchgehende Nut, an der Filter dann herausgenommen werden kann. Auf der anderen Seite sind nur zwei kleine Flächen. Wir nehmen das Gummi ab und haben den Filter auf dieser Seite, können ihn leicht herausschieben. Sollte es mal etwas schwieriger werden, einfach auf der anderen Seite mit einem spitzen Gegenstand leicht den Filter herausdrücken. Wir nehmen nun den Magenta-Filter und lassen ihn in den Adapter hereinlaufen und bringen dann wieder das Fixiergummi an. Dazu lassen wir es leicht überlaufen. Und dann ist es meistens noch etwas verdreht für die Schönheitsfanatiker. Drehen wir es dann noch sauber an und haben den Magenta-Filter montiert und bringen diesen ebenfalls wieder auf die Action Pro auf und können nun in Gewässern mit Grünstich Aufnahmen machen. In diesem Schritt zeigen wir euch nun die Montage des runden Makro-Adapters am Beispiel der Action Pro X7. Makrolinse heraus, haben auch hier nun wieder den Makro-Adapter, erkennbar daran, dass er keine Nuten hat, sondern ein Gewinde an der oberen Seite hat. Wieder hier, die Action Pro hat eine kleine Aussparung für den An-Aus-Knopf. Wir nehmen den Makroadapter, also die Makrolinse, verschrauben beides und müssen jetzt beispielsweise beim Gehäuse der Action Pro etwas mehr Kraft aufbringen, weil die sehr passgenau ist. Wir müssen aufpassen, dass wir auch hier wieder die Nut treffen für die Schraube und dann ist es identisch zum Rotfilter oder Magenta-Filter-Adapter. Die Sicherheitsschlaufe anbringen, fixieren und ich kann die Makrolinse abnehmen oder auch wieder aufbringen. Auch hier sei kurz gezeigt die Montage einer wahlweise zweiten oder sogar dritten Makrolinse. Denn die Makrolinsen verfügen sowohl über ein Außen- als auch ein Innengewinde und es kann auf eine bereits montierte Makrolinse eine weitere
Linse montiert werden, um dann Aufnahmen mit plus 20 oder sogar plus 30 Dioptrien durchführen zu können. Man wird, je mehr Makrolinsen man natürlich montiert, einen schwarzen Rand auf der Seite bekommen. Dieser muss dann nachträglich einfach in der Videobearbeitung entfernt werden. Viel Spaß damit! In der letzten Szene sei noch demonstriert, wie man idealerweise beide Adapter montiert, um sie mit auf den Tauchgang nehmen zu können, da man ja sowohl für Makroobjektive als auch für Rotfilterobjekte gewappnet sein möchte. Dazu legen wir beide Sicherheitsschlaufen in die Halterung der Actioncam hinein. Wieder mit der Schraube und können dann unter Wasser wählen, ob wir den Farbfilter, in diesem Fall den Rotfilter, aufsetzen oder